Zum ersten Mal in diesem Jahr formierten sie sich wieder, die Teilnehmer der Fridays for Future-Bewegung. Obwohl in der Corona-Pandemie die Luftwerte durch weniger Abgase verbessert wurden, für die Klimaschutzbewegung ist das nur ein vorübergehender Effekt. Sie fordern stringentere Maßnahmen zum Klimaschutz als geplant. Wegen Corona geht das ja natürlich, ist das alles ein bisschen eingeschränkt, ne? Wir schauen mal, wie viele Leute kommen. Wir hoffen, dass trotz Corona trotzdem ein paar dabei sind. Ja. Es ist wieder globaler Klimastreik. Und wir haben das diesmal hier vom Umwelt- und Klimabündnis Dülmen alle zusammen organisiert. Ja, mit ganz vielen Organisationen, als Dachorganisation. Und das Thema oder das Motto ist, keine leeren Versprechungen mehr. Ja. Weil seit Jahren, seit Jahrzehnten werden Versprechungen gemacht, aber noch nicht mal das Pariser Klimaschutzabkommen wird nirgendwo eingehalten. Und wir sind halt noch nicht auf dem richtigen Weg. Rund 100 Teilnehmer kamen zum Charleville-Mézières-Platz, um bei der Demo mitzumachen. Statt Trillerpfeifen brachten sie Kartons mit, um Lärm zu erzeugen. Das Hygienekonzept war mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Es ist einfach nicht Paris-konform. Und Paris, das wissen viele auch nicht, ist im Grunde ja auch schon ein schlechter Kompromiss. Wir müssen eigentlich viel schneller sein, aber selbst diese Ziele werden nicht eingehalten. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir Kipppunkte erreichen, wo wir einfach einen aufgeheizten Planeten hier erzeugen und nichts mehr dagegen machen können. Und deswegen ist Paris das Allermindeste, was wir schaffen müssen. Dann ging es los. Die Polizei sicherte den geplanten Demonstrationsweg. Die Durchsagen und der Lärm lockten etliche Passanten an. Über die Münsterstraße ging es bis zur Ampelkreuzung Borkener Straße-Marktstraße und weiter bis zum Marktplatz. Dort fand die Abschlusskundgebung statt. Wir sind Land, weil man uns die Zukunft braucht. In absehbarer Zeit wollen sich die Teilnehmer erneut für eine Demo formieren.